Hallo und willkommen zurück. Ich habe eben einen Bären gesehen, einen Schwarzbär, der Dreher gejagt. Sollten wir uns vielleicht um ihn kümmern? Da liegt ein totes Reh. Show me what you got. Ja, kurz und schmerzlos für mich. Haha, für ihn weniger. Tut mir leid. Brauchen wir bestimmt irgendwann mal. So, ich bin hier auf der Straße. Ich bin schon mal den Weg zurück. Also durch diesen Fluss, weil da muss ich ja durchschwimmen. Da mag er plötzlich nicht mehr. Deswegen dachte ich, ich mache das schon mal, sonst ein bisschen langwierig. Und dann können wir jetzt gleich den nächsten Schnellreisepunkt anvisieren. Der müsste vor Kaer Morhen sein. Die Straße ist richtig, wenn ich die weiterreite, ja. Er könnte das Schwert wegstecken, wenn er mag. Aber er mag nicht. Und dann geht's zum Emir Faemreis. Machen wir sie mal. The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. So, ich kriege das Zeichen, ich bin überlastet, aber bestimmt der Bär ist dran schuld. Kann ich hier in der Burg irgendwem was verkaufen? Das Herrn Esguin. Wie mein? Ich spreche wieder diese komische Sprache, die keiner versteht. Ich würde gerne mal mein Schwert wegstecken. Was soll das denn? Mir, Daedra. Weil mit gezogenem Schwert jetzt hier lang gehen, ist bestimmt keine gute Idee. Und wer ist nochmal Morbran Boris? Ach, das bist du. Okay. Do you find Durgoff? Oh yes. He was talking to some friends of my father. Poor chaps can't get their minds off politics, not for an instant. I truly hope they'll allow themselves some respite after the coronation. Big changes afoot in the Empire. You've no notion? The Emperor summoned you. He only ever summons with reason. It's clear he seeks his daughter. You know a lot. I must. I am my father's son. What's your father got to do with this? He is close to the Emperor. And knows the opposition. Knows they press for abdication. Ceding the throne to Cirilla, it's the best the Emperor can do. But, as is known, an empress needs an emperor at her side. My father will ensure the right man is chosen. nicht wenn wir es verhindern können. Farewell. Wenigstens hat er jetzt die Waffen wieder weggesteckt. Shegenatuvin. Mhm. So, ja, hier Verbeugung, Kram, blö. Mach ich nicht. Your Imperial Majesty. Witcher, why have you come? I've managed to find out where Ciri is. Finally. I'd begun to doubt the wisdom of enlisting you. Bring her here at once. The Wild Hunt's pursuing her. Kaer Morhen's the only place she'll be safe. That was not a suggestion. I can defend my own daughter. I don't doubt it. Against conventional foes. The Wild Hunt's different. Facing it here would put Vizima at risk. Hundreds of innocents could die.
Kaer Morhen is in a wilderness, and your army stands to be far more helpful there. Agreed. I shall send a banner with you. On one condition. General Voris will lead it. Can't agree to that. And I cannot agree to witches commanding my troops. Well, I'm not about to give in. You don't look it either. Sorry to take up your time, Your Majesty. Bring me Ciri. I will, if that's what she wants. Na, das wäre jetzt ein erfolgreiches Gespräch gewesen. Wir konnten uns mal wieder nicht einigen. Ich finde das Bild immer noch so gut. Ah, der Gesichtsausdruck. Ich glaube, sie fand es total toll, in diesem Kleid gemalt zu werden. Ich meine, es ist ja nicht, ist ja kein Foto. Das heißt, sie musste ewig in diesem Kleid da stehen, bis der Maler fertig war. Muss schon ätzend gewesen sein. Gut, was hatte ich gesagt, was wir als nächstes angehen? Ich gucke gleich nochmal, ich bin immer noch belastet. Ich würde schneller gehen können. Ich würde mich aber erst ein... Ich wollte jetzt nicht hier in der Burg irgendwelchen Krempel unter mir liegen lassen. Das heißt, ich werde mich entlasten, wenn wir irgendwie wieder draußen sind. Das heißt, wir gucken gerade mal. Skellige wollte ich am Schluss machen. Natürlich Novigrad müssen wir dann. Mit Sultan, Roach und Dijkstra reden. Schnellreise. Wo wollen wir denn dahin? Auf jeden Fall erstmal in die Stadt. Ich glaube, Roach war irgendwo ein bisschen außerhalb, aber Sultan ist auf jeden Fall in der Nähe von hier, von unserem Lager. Nehme ich vielleicht das Dreibergtor und dann nach links runter? Und auch gleich die erste zwielichtige Person wieder hier. Schön. Ich habe gerade Stimmen hinter mir gehört. Ich muss mich hier nicht in die Reihe stellen, oder? Komisch, hier habe ich das Überlastungsding gar nicht mehr. Wieso wurde mir das in der Burg angezeigt? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Was war das denn da gerade dann? Weil wir sind... Wo steht denn mein Gewicht? 106, 130? Ja, wir sind gar nicht überlastet. Dann war das irgendwie ein Bug. Oder keine Ahnung was. Tempelwachen, Hexenjäger, ist ja hier alles beim Alten. Leider. What village are you from? Willows. It's into my area till those roads from the Zima. Das sieht doch nett aus hier mittlerweile. Sleep. Oh, da steht er. Leave it. Sultan. Lang nicht gesehen. Ich würde sagen, wir müssen ihm wahrscheinlich erst mit diesen Karten helfen. Ich weiß nicht. Ich brauche deine Hilfe im Kampf gegen die wilde Jagd. I know where Ciri is. Then why are we here? Let's go get the lassie. I'll do that. But I have another job for you. You need to set out for Kaer Morhen. That's where I'll take Ciri. The Wild Hunt will attack soon afterwards. Could use you at our side. You'll have me and my axe. Thanks. See you at Kaer Morhen. Vesemir, Eskel und Lambert are already there. Es geht alles irgendwie schneller, als ich angenommen hätte. Ich habe sowas erwartet, so von wegen, ja, ich helfe auf jeden Fall. Ich hätte da allerdings noch so eine Kleinigkeit, die wir vorher erledigen müssten. Also. Fieberwelt? How are things, Dudu? Ach, Dudu. Sag das doch. Might have been days in the past when I'd have said wonderful, but I can't complain.
I'm in one piece, not bound to a stake atop a pyre. Take care of yourself, Dudu. Oh, those bigots haven't the cunning to strip me of this mask. Roach und Dijkstra. Hey, wieso eigentlich nicht Dandelion? Der muss hier bleiben. Und ist wahrscheinlich eh keine Hilfe. Nicht gegen die wilde Jagd. Got a minute? For you, my friend, always. Viel Grüße von Molly. Ran into Molly. She says hello. Molly? Which Molly? One you promised to show your butterfly collection to. Ah, yes. Now I remember. Butterfly collection? You of all people could stand to be a little more inventive. Molly didn't need inventive. She needed attentive. Average, run-of-the-mill girl. Give her a smile. Notice her shoes, let her chat about them a bit. And she'd turn into a wellspring of passion. See you, Dandelion. Ich find's schade eigentlich, dass man ihm nicht sagen kann, dass man Siri gefunden hat. So, ich habe ein Schwert da schon drin. Ich tue mal das zweite da auch noch rein. Und vielleicht meine coole Uniform. Meine schöne zusammenpassende Rüstung. Damit ich die nicht aus Versehen verkaufe. Die Untwegrüstung. Also, Stiefel, Dings. Okay, den Rest müssen wir verkaufen. Katzensachen behalten wir auch. Ja, ich tanze bis auf der Kiste. So, die anderen beiden. Der Himmel ist wohl krass rot gerade. Ich würde schon ganz gern vorher vielleicht noch einen Schmied finden. Sollte es hier doch reichlich geben, müsste man meinen. Die sind beide eher da oben. Und da ist ein Rüstungsschmied, ich suche einen Waffenschmied. Waffenschmied. Gehen wir erstmal dahin. Sekunde, noch mal gucken. Ja gut, ich kann unten rumgehen, aber... Das geht schon, ja. Immer noch diese blöden Predigen des besorgten Bürgers, den wir nicht gefangen haben. Ein bisschen ärgerlich ist das ja schon. Die Frage, ob um die Zeit der Waffenschmied noch arbeitet. Hier gibt's auch Unterhaltung. Die spielen dieselben Lieder. So, das war irgendwie mehr in Nähe des Wassers. Nicht mehr weit. Ich hoffe, ich renne da jetzt nicht wieder in diese eine Quest rein. Ich renne wahrscheinlich wieder in diese eine Quest rein. Ah, mit dem Hattori, das habe ich mir noch nicht gemacht. Ich will nutzen. Das ist deswegen erstmal ein Waffenschmied. Oh. Jetzt sollte ich die Quest mal machen. Erstmal ein Waffenschmied. Oh, ja. Was ist diese Hattori-Sache? Ich weiß gar nicht, was das alles war. Ansonsten habe ich nämlich hier keinen. Das ist doch jetzt nicht wahr. Nebenquests. Auge um Auge. Das ganze Quintkrempel. Also ich habe auf jeden Fall für Roach und Dijkstra noch zwei Quests, die ich glaube ich auf jeden Fall dann in dem Zusammenhang halt auch mache.
tödlicher Plan und ein alter Freund. Nicht ein alter Freund, Auge um Auge. Von Schwertern und Knödel. Genau. Also, der neue Plan wäre dann, wir werden endlich mal Hattori helfen, dass er uns dann vielleicht hinterher auch schöne Sachen schmieden kann. Und dann gehen wir zu Roach und Dijkstra, machen deren Quests, sagen ihnen dann, sie sollen uns bitte mit der Wildenjagd und Ciri helfen. Und dann geht's mit der Hauptquest auch weiter nach Skellige. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.